Ja und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction hier auf dem Kanal. Immer noch geht's weiter mit zwei Videos von The Invincible. Einerseits heute Jasna Story Trailer. Jasna, wissen wir ja mittlerweile, ist der Hauptcharakter in The Invincible. Und mal schauen, was dieser Trailer uns hier verratet über die Story. Let's go! Auch hier zwar wieder bloß 2 Minuten. Finde ich ein bisschen doof, dass die Entwickler hier alles in so kleine Häppchen verpacken. Aber da hat man natürlich, wenn man eigentlich auf dem Laufenden wäre, immer wieder was Spannendes zum Anschauen. Wir schauen uns das jetzt alles nacheinander durch an. Und los geht's. You became an astronaut because the cosmos terrifies you. No. Because I want to understand it someday. Or at least find as many answers as possible. Sieht halt schon echt beeindruckend aus. Diese Landschaften. Das kennen wir schon hier aus der Demo. Diesen Abschnitt. Das finde ich ein cooles Feature. Ja, jetzt sieht man es genau nicht. Dass man mit diesen Fahrzeugen herumfahren kann. Sieht zumindest so aus. Könnte was Abwechslung in das Spiel hineinbringen. Finde ich cool. Astrogator, we shouldn't behave here as if we were at home. Now the cosmos has belonged to the one strongest species. Humans. So, there was life here before. Aber was ist damit passiert? Everything that ganz kurz. Dieses Konstrukt. Auch das erinnert mich wieder an die Netflix-Serie Lost Space. Da geht es ja auch um so Roboter, die feindlich, aber auch freundlich sein können. Und die haben auch irgendwie solche komische Konstrukte auf einem Planeten. Ich hoffe, ich spoilere jetzt hier nichts davon, aber das erinnert mich ein bisschen so daran. Auch etwas, was völlig nicht auf den Planeten hineinpasst. So richtig seltsam. That happened here overwhelms me. Not every mission ends in success, Doctor. Und tote Leute überall. We have to save what we can. Save you. What is there to understand? We have to destroy it. Even if it means destroying everything. Not everything everywhere is for us. Sieht ziemlich dramatisch aus. Coming this year, add to wishlist. The Invincible. Mir fällt gerade auf, I'm there to get re-advance. Heißt dann wahrscheinlich wohl, dass es keinen RTX geben wird. Und DLSS3. Schade. Aber trotzdem wird das ein grandioses Spiel. Das kann ich, glaube ich, hier schon mal sagen. Das wird so sein. Doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wie gesagt, sah ziemlich dramatisch aus, diese Story. Storyline. Und sehr viele Rätsel, die uns da entgegenkommen. Und somit vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.